Da bin ich wieder, eure Deria. Heute kommt der erste Teil mit der Frage, wie gefährdet sind die einzelnen Sternzeichen in Bezug auf die Treue in einer Partnerschaft? Ich beginne heute mal in umgekehrter Reihenfolge, und zwar mit den Sternzeichen Fische bis Waage. Ja, man erlebt es immer wieder. Man sieht sich und möchte sich kennenlernen. Man verliebt sich. Manchmal wächst die Liebe langsam und es dauert, bis Amor richtig zusticht. Am Ende ist es gleich, wie, wo und wann. Es handelt sich immer um die Liebe. Sie reift wie die Blüte am Apfelbaum im Frühjahr. Irgendwann folgt die Entscheidung, wir wollen zusammenbleiben. Die Form ist unterschiedlich, Heirat oder nicht, das spielt keine Rolle. Doch die Liebe spielt sich auch im Verborgenen ab. Heimliche Affären und Liaisons, versteckte Verbindungen. Genau das, von denen man möchte, dass niemand etwas davon erfährt. Wie die einzelnen Sternzeichen zu der Treue zum Partner stehen, werdet ihr heute und morgen von mir erfahren. Als erstes nun der Fisch. Fische, sie sind Träumer. Mystisch sehnen sie sich nach der Liebe zu zweit. Den Alltag mögen sie nicht so sehr, weil sie aus ihren Träumen herausgeholt werden. Dazu passt natürlich auch eine heimliche Liebe, die sie auch in die Arme eines Menschen treiben kann, der nicht unbedingt ihr Partner ist. Doch Vorsicht, das könnte die Liebe des Lebens werden. Nun zum Wassermann. Er ist, was die Liebe betrifft, über jeden Zweifel erhaben. Doch er braucht seine Freiheit und Luft. Eifersucht und Besitztum erträgt er nicht. Doch er selbst ist ein kleiner Amor, der seine Pfeile verteilt. Gleichgültig, ob offen oder heimlich. Da ist es für den Partner nicht immer leicht, die Zügel entsprechend zu halten. Im Prinzip jedoch ist er ein sehr treuer Mensch. Der Steinbock. Er ist wie ein Fels in der Brandung. In seiner Partnerschaft ist er absolut zuverlässig und treu. Hundertprozentig. Dennoch liebt er es gern mal eine heimliche Liaison. Vielleicht will er nur einmal aus seiner eigenen Kontrolle ausbrechen. Es ist für ihn ohne besondere Bedeutung. Ja, der Schütze. Er nimmt es nicht immer so genau mit der Treue. Für ein Abenteuer ist er immer bereit. Um das zu vermeiden, müsste man ihn schon einsperren. Der Schütze liebt seinen Partner. Aber so hin und wieder in ein anderes Bett zu schlüpfen, da sagt er nicht nein. Beim Skorpion kommen Affären und Liebeleien nicht in Frage. Denn sie wollen die ewige Liebe, Hingabe und Leidenschaft. Und dies mit dem Partner an ihrer Seite. Er benötigt keinen Amor, denn er lebt seine eigene Liebe. Aber er besteht auf unbedingte, verlässliche Treue von seinem Liebsten. Die Waage, sie ist für die Liebe geboren. In ihrem Sternzeichen hat Amor seine Heimat. Sie umarmt die Menschen, die sie liebt. Dabei kann es auch eine heimliche Liebe sein, über die niemand wissen darf. Absolut nicht. Der Partner ist sich ihrer Liebe sicher.
Nun, das waren die ersten 6 Sternzeichen von Fische bis zur Waage. Morgen folgt der 2. Teil Jungfrau bis Widder. Bis dahin und mit viel Liebe, eure Theria.